Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach dem Tung Mao Beach. Es ist bereits der zweite Versuch. Beim ersten Mal konnte ich ihn nicht finden. Er ist ausgeschildert hier. Wenn man die Strecke weiterfährt, kommt noch ein Schild, aber dann steht nicht mehr, ob links oder rechts rum. Koi weigerte sich standhaft, heute mitzukommen. Sie hat noch die Nase voll vom ersten Mal. Aber kein Problem, dann nehme ich euch mit. Geht's. Heute Morgen hatte ich erhebliche Probleme mit dem Ton. Ich hoffe, das klappt jetzt besser. Das andere Mikrofon war defekt. Ich musste mir ein neues Mikrofon besorgen. Oh, Großbaustelle hier. Meine Güte, erstmal gucken, ob wir hier über die Eisenbahnbrücke kommen. Und jetzt ist überhaupt kein Schild mehr hier. Versuchen wir es mal links rum. Den mal hier fragen. Sabadi Krab, Taletinai Krab. Maru. Ja, weiß auch nicht, wo der Strand ist. Scheint die neue Eisenbahntrasse gebaut zu werden. Sieht jedenfalls so aus. Na, da geht es wohl nicht weiter. Also wieder zurück. Dann heißt es eben Staubschlucken. Die arbeiten sogar am Sonntag. Naja. Und genau hier stand das Schild. Nichts mehr da. Alte Schienen. Wo geht es denn hier hin? Keine Ahnung, jedenfalls nicht zum Strand. Scheint eher eine Straße zu werden. Kleines Village. Zwei meiner Freunde, ziemlich träge. Das Meer sehe ich jedenfalls schon mal. Na, sehen wir uns mal um. Ja Leute, um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Anscheinend in so einem kleinen Fischerdörfchen.
Ich fuhr da noch einige Male rauf und runter, also eine richtige Zufahrt zu einem Strand konnte ich nicht entdecken. Aber schau mich mal hier um. Nettes Häuschen. Haben sie ja zwei Telefonzellen. Scheinen aber nicht mehr zu funktionieren. Die Kleinen spülen da rum. Kleiner Laden. Und die haben sogar Zimmer zu vermieten. Wow. Ich habe nur absolut nicht gedacht. Sag mal die Grab. Hong Shao Taurei Grab. Nimm Pan Wat. Kopf und Grab. Kein billiges Vergnügen, Leute. Zimmerchen hier kostet 1000 Baht. Da komme ich doch direkt wieder ins Grübeln, ob da ein Verlangpreis ist. Kann man nicht vorstellen, dass ein Zimmer hier in der Gegend 1000 Baht kostet. Kleines Seitensträßchen. Hier stehen vielleicht 10, 15 Häuser und die haben zwei Läden hier. So, die Grab. Oh, zwei Tiger. Aber scheinen vom Fischfang zu leben, die Leute. Hühner gibt es auch. Und hier sind wir am Meer. Muscheln. Die halten ein Schwätzchen. Holy Grab. Und hier ist der Strand. Ja. Alles nur diese kleinen Brötchen. Da le ani sualai. Nein. Tumamom Beach. Kopf und Grab. Na, spazieren wir mal hier die schiefe Ebene runter. Er meinte Tumamom Beach. Also scheint es doch der Strand zu sein, den ich suchte. Kleines Boot und mit den Motoren werden die angetrieben. Die Hütte sieht ja romantisch aus und über das Seil wäre ich bald gestolpert. Der Bungalow scheint auch zur Vermietung anzustehen. Also hier sagen die Füchse sich gute Nacht, Leute. Hallo, sag mal die Grab. Yeah. Where are you from? From Germany. And you? Bayern Munich. Von Shop Mai? From my shop. From Shop Dortmund. Dortmund. Wie qua? Okay. Ja, die Jungs, die trinken sich eins. Das war die Bob. Und ja, freundlich eigentlich, ne? Passt. Das ist eine Hitze heute. Mal sehen, da ich ein Wasser bekomme. Auch noch ein blauer Grab. Noch ein blauer. Noch ein Grab. Wie mai?
เท่าไรครับลูดแมวครับลูดแมวลูดแมวแมวครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้องปัสโซราชวาสเซนบอดย่าเลยจะเลือกซิมิชัยส์วันนี้ und das war so von mir komm jetzt und sehr rätschen ich trinke was Wasser dann geht es nach Hause ja falls euch meine Videos gefallen abonniert bitte meinen Kanal bewertet sie positiv bleibt mir alle miteinander gesund haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen